Dann fangen wir doch an. Willkommen, 10.06 Uhr zur Fraktionssitzung am 24.05. so rum, 2016. Das ist die 154. Fraktionssitzung. Ich grüße alle, die zugucken und alle hier im Saal und das K-Office in Siegen. Hallo K-Office, genau. Jo, fangen wir an mit der Tagesordnung. Top 0, wie immer, Genehmigung des Protokolls. Inzwischen sind Protokolle rumgegangen. Die sind alle jetzt nachgearbeitet worden. Gibt es dazu Anmerkungen? Also 150., 51., 52. Sitzung, gibt es dazu Anmerkungen? Hat da jemand sich nicht wiedergefunden oder Ähnliches? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich ab, ist jemand dagegen, diese drei Protokolle so zu genehmigen, wie sie rumgeschickt wurden? Vier. Was, habe ich welche vergessen? Oh, Entschuldigung, 150. bis 153. Sitzung natürlich, nicht 52. So, jetzt wird alles grün. Wir haben ja schon die 154. Gut, gibt es jemanden, der sich da nicht wiederfindet? Nein, gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir das so genehmigen? Das ist nicht der Fall, dann machen wir das so. Dann kommen wir jetzt zu Top 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind, wir sind genug Leute. Ich sehe aktuell einen nicht öffentlichen Teil fraktionsöffentlich, wo es um die Verbraucherschutzinitiative geht, und einen nicht öffentlichen Teil, wo es um die Veröffentlichung gemäß § 4 der Finanzordnung weiterhin geht, was wir beim letzten Mal geschoben haben. Gibt es da Anmerkungen zu? Grumpy. Je nachdem, wie es die Zeit zulässt, eventuell im nicht öffentlichen Teil kurz über die Fra LAFO, die Fraktionslandesvorstandsklausur, zu sprechen. Mhm. Zehn Minuten, okay. Ja, Simone. Ich wollte nur kurz noch mal sagen, dass ich ja ab 12.30 Uhr wieder pur technisch unterwegs bin, ich aber in die Verbraucherschutzinitiative mit im Vorbereitungsteam bin involviert und das alles trage, egal was da der Mario oder wer auch immer dann gleich erzählt. Okay. Wie du weißt, habe ich gestern in einer Obleuterunde gesessen, da war das Prokura etwas eingeschränkter als ich trage alles mit. Prokura, fand ich ja. Was haben oder sonst jemand hast du gesagt? Na gut. Gibt es weitere nicht öffentliche Teile, die wir abhalten müssen? Dietmar. Ja, mein Pad hat jetzt leider nicht so schnell geladen. Gibt es irgendwie den Tagesordnungspunkt? Deswegen frage ich mal Europaausschuss hier. Mhm. Ja, dann bitte ich darum, die Aussprache darüber nicht öffentlich zu machen. Nö, wird nicht schwierig. Ziehen wir einen Stecker, spielen Musik ein, zeigen den rein und nach der Aussprache sind wir wieder da. Lustige Katzenvideos geht auch. Gut, ist jemand dagegen, dass wir das nicht öffentlich machen? Ich gehe mal nicht davon aus. Dann machen wir das doch nicht öffentlich. So, ich weiß, Daniel. Alles gut. Sag ruhig. Ich bin dagegen, aber ich schluck Tabletten. So, gibt es weitere Anträge auf nicht öffentliche Teile? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die LAFO-Klausur mit 10 Minuten. Und wir haben die beiden Teile, die ich vorhin genannt habe, Verbraucherschutzinitiative. Da haben wir keine Zeit angegeben. Mario, Verbraucherschutzinitiative, Viertelstunde würde ich sagen. Länger nicht. Ja? Meine Erfahrung sagt mir eine Viertelstunde. Stunde? Okay. Und die Veröffentlichung gemäß § 4 Finanzordnung, Hartmut, 5 Minuten, hast du beim letzten Mal gesagt, machen wir wieder 5 Minuten. Gut. Ist jemand dagegen, dass wir die nicht öffentlichen Teile so abhalten? Das ist nicht der Fall. Genau, kommen wir auf eine halbe Stunde. Dann kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario, bitte.
Moin. Ja, die letzte Woche haben wir dezidiert stattgefunden in der Presse. Das war gut. Wir haben mittlerweile das Gesamtniveau etwas erhöht. In der Wahrnehmung, so sehe ich das. Das sieht man dann auch in den Erwähnungen. Wir hatten etwas Probleme mit dem Parteien und der Umsetzung der Geschichte Verfassungskommission, den Postkarten. Dazu sind wir so weit, dass wir heute eine weitere Tranche rausschicken. Das machen wir diesmal mit einem Logistikdienstleister mit gelben Horn, mit blauen Horn da. Sprich, wir machen das diesmal nicht selber, sondern verschicken es per Post. Wir binden jetzt auch Partner ein und NROs, die bis jetzt nichts davon wissen. Das machen wir jetzt. Das ist die zweite Tranche. Es kommen Karten zurück, insbesondere auf dem Postweg. Das ist in der Anzahl durchaus positiv überraschend. Also die Leute schicken das wirklich zurück. Sie frankieren die auch. Finde ich gut. Könnte mehr sein. Wir fragen heute nach. Paki kommt heute Nachmittag und wird uns bei der Konfektionierung unterstützen. Sprich, das heißt, er kommt nicht eher aus dem Sozialraum raus, bis da alles fertig ist. Genau. Das war das, was nicht so gut lief. Wir haben jetzt mehrfach Termine gemacht zur Gamescom. Da haben wir ein relativ gutes Programm, sodass wir da unsere Zielgruppe im Hinblick auf unsere Anträge und unsere Initiativen zur Gamer-Szene auch erreichen können. Wir haben das klassische AIDA-Prinzip, um da das zu verkaufen und die darauf aufmerksam machen, dass wir hier parlamentarisch liefern. Zum Teil Verbraucherschutz komme ich später. Digitaler Kompass, sind wir nach meiner Sicht momentan in der Situation, dass wir darüber nachdenken müssen, den seinerzeit angedachten Zeitplan anzupassen. Politik spricht für, wir sind ein bisschen hinten dran. Zeitlich. Mal sehen, ob Lara, Grumpy und wer auch immer das noch aufholen können. Aber eventuell müssen wir diese Woche konstatieren, dass das zu ambitioniert war. Und wir es etwas dahinter schieben, das würde aber diese Woche dann rumgehen. Wir haben das Pirate Art Set am nächsten Dienstag, die Vernissage. Dazu haben wir Stand gestern über 60 Anmeldungen gehabt. Das ist nicht ausschließlich Piraten, die auf Schnittchen lungern, sondern auch von außen und so weiter. Das weiß ich nicht. Deshalb sage ich ja nicht ausschließlich, um sicher zu gehen. Das heißt, diese Veranstaltung wird gut angenommen, die Idee wird gut angenommen, die Werbung dazu ist gut gelaufen. Offensichtlich hat der hervorragende Flyer dazu beigetragen, dass die Leute darauf aufmerksam geworden sind. Das läuft also. Ich würde alle Fraktionäre bitten, sich den nächsten Dienstag dann abends da auch mal zu erscheinen und die Sachen sich anzuschauen. Und es geht insbesondere darum, dass wir dadurch vermitteln wollen, wie denn Künstler zurzeit arbeiten, unter welchen Bedingungen sie arbeiten, welche Lebensbedingungen sie haben. Das ist halt eine Initiative dazu, um das zu thematisieren. Wir werden sicherlich da interessante Sachen und Gespräche hören. Das läuft auch gut. Wir haben weiter die Initiative Fahrscheinfrei, zu der Oliver gleich etwas sagen wird, als Ergänzung zu meinem Punkt. Ferner bitte ich weiter um einen Themenflyer einzureichen, also das, was ich die letzten Wochen auch schon gesagt habe. Wenn ihr aus eurem Bereich Themen habt, die ihr meint, dass sie verdruckt werden sollten und verteilt werden sollten, dann kommt da bitte auf mich zu. Und wir gehen demnächst die Setcards an. Das, wo wir die einzelnen Abgeordneten mit Bild auf Papier vorstellen. Da komme ich aber jeweils bilateral auf euch zu. Oliver. Wir machen das einfach so, wir nehmen den Presseteil, machen den 2 Stunden lang und gehen halt einmal durch. Danke, Mario. Also, wir wollen ja zeigen, dass das freie Fahren ohne Fahrschein mit Bus und Bahn finanziert durch eine Umlage und auch andere Finanzierungsinstrumente nicht nur theoretisch funktioniert, sondern auch praktisch und warum das Land Nordrhein-Westfalen eine Rahmenbedingung setzen muss. Und deshalb wollen wir eine Umsetzungsstudie machen. Und dazu habe ich hier auch schon gesprochen, habe gesagt,
wir suchen eine Modellkommune, wir haben die und die Bewerbung. Und ich wollte heute noch was dazu sagen, weil erstens sich die Kommunen, die sich bewerben, die Initiativen vor Ort Mühe geben, auch das zu vermarkten. Deshalb passt es auch zur Presse. Und weil nächste Woche Dienstag wir dann hier die Verkündung machen, wer es wird. So ist der Plan. Wir sind gerade in einer internen Bewertungsrunde und treffen auch am Freitag auf den Gutachter. Die Bewerber oder die Bewerbenden sind, um es nochmal zu sagen, Bad Salzuflen mit nur 4 Stadtbuslinien. Aber es ist eine gute Voraussetzung, die eine einfache Umsetzung versprechen. Da ist das Car-Office übrigens am 4. Juni. Dann auch in Grevenbroich ist der Aufwand überschaubar. Vor dem Hintergrund der sinkenden Relevanz der Braunkohle möchte dann nämlich die Initiative Schlaubus auch das Leben zurück in die Stadt bringen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass das Car-Office dort auch sein könnte. Vielleicht am 13.06., das werden wir noch schauen. Hochsauerlandkreis bringt den ländlichen Raum ins Spiel. Ländlicher Raum wird der ÖPNV dringend gebraucht. In Münster nennt sich die Initiative Fahrscheinfrei durch die Lezenstadt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Denn Münster hat ja einen Titel als lebenswerteste Stadt überhaupt und auch Klimahauptstadt zu verteidigen. Mit Bus und Bahn fahrscheinfrei dann gegebenenfalls. Wir haben angedacht, dass ich da am 18.06. auf einer Veranstaltung bin. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir müssen noch klären, ob wir den Termin so machen oder an einem anderen Termin. Dann Kreis Recklinghausen, waren wir schon am 18.05. Mit den meisten Einwohnern der Kreis, bietet im Grunde mit Fest fahrscheinfrei ein tolles Experimentierfeld mit ländlichen Regionen und städtischen Ballungsräumen. Alle Facetten werden bedient. Ähnliches trifft auch auf den Rhein-Sieg-Kreis zu. Größte Fläche übrigens vom Kreis her. Und hat natürlich eine interessante Nah- und Fernpendlerzone zu Bonn und Köln. Und letztes ist Wuppertal, unser Verkehrsversuchslabor Nordrhein-Westfalens, wo man alles mal ausprobiert, inklusive Seilbahnen. Und wir machen Baustellen überall. Dort diskutiert eine Initiative Bürgerticket, Wuppertal schon seit längerem das Bürgerticket, ist da also schon im Leben ein bisschen verankert, das Thema. Ja, das ist die Übersicht und nächste Woche gibt es dann mehr dazu. Ach, Uhrzeit. Ja, ich sag mal, das war eine Punktlandung. Der Mario möchte noch eine kurze Protokollnachfrage. Wie schreibt man Lezenstadt? L-E-E-Z-E-N. Stadt schreibt sich S-T-A-D-T. Lezen. Da hast du jetzt länger für nachgedacht. Du darfst das ins Mikro sagen, also, natürlich. Stadt schreibt, nein, Lezen sind Fahrräder. Warum auch immer diese komischen Münsteraner ihr Fahrrad Lezer nennen, ist halt so. Ne? Für mich, ich komme eigentlich aus dem Pott, heißt das Fahrrad. Ne? F-A-R-R-A-T. So, fertig. Doppel-T. Rad heißt es. Oder Rad halt. Ja, genau. Aber in Münster heißt es halt Leze. Deswegen ist das halt fahrscheinfrei durch die Lezenstadt. Ja. Ist natürlich eine tolle Initiative, um das einfach mal an der Stelle nochmal zu sagen. Mario. Ja, als Abschluss der Pressegeschichte möchte ich über das Werkstattgespräch Verkehrssicherheit Cannabis informieren, das am 21.06. stattfindet. Wir haben dazu eingeladen, fast alles, was Rang und Namen hat, vom Vorsitzenden der Grenzwertekommission übers Bundesverkehrsministerium, Richterverband, Polizeigewerkschaft und. Und wir haben durchgehend Zusagen erhalten. Das heißt, wir werden hier im Juni, 21. ist das, am 21. also eine relativ renommierte Runde von Menschen haben, die uns zusätzlich zu unseren Ideen Input gibt. Was in dem Bereich Stand der Technik ist, Stand der Forschung und wie wir das politisch umsetzen können. Wir haben dazu auch einen zweiten Termin vor, der aber noch nicht feststeht, wo wir dann das mit den Grünen zusammenarbeiten wird. Das wird euch Lukas dann aber vorstellen. Wir verfolgen da die Strategie, das mit einem Journalisten zu machen, einem Einzelnen, so eine Art Embedded Journalist, und den Rest aus die Zweitverwertung zu überlassen, die wir dann machen. Das nur zur Information, da ist auch, wenn ihr was dazu wissen wollt, sprecht mich, Lukas, Sandra direkt an, das ist das Einfachste.
Gut, gibt es noch Nachfragen, Ideen, Vorschläge, Wünsche zum Bericht der Pressestelle? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ja, wir haben die Steuerprüfung bei uns zu Gast. Herr Schäfer und Frau Grote, die dort vorne sitzen, haben die Gelegenheit wahrgenommen, sich eine Fraktionssitzung aus unmittelbarer Nähe anzuschauen. Herzlich willkommen. Naja, mit dem Applaus hat man. Das Car-Office ist in dieser Woche heute in Siegen und morgen wird es in Düren sein. Das sind die beiden Einsätze für diese Woche. Wir werden im Zusammenhang mit dem Car-Office jetzt das soziale Netzwerk Geraspora mitnutzen. Und zwar für diejenigen, die nicht über Facebook und auch nicht über Twitter mit uns kommunizieren wollen, ist damit eine Alternative geboten. Praktisch ohne Datenverkauf ein Netzwerk zu nutzen, das dezentral organisiert ist. Das wird jetzt angeleiert. Wir haben morgen den Termin des Einreichens der Klage beim Verfassungsgericht in Münster bezüglich der Verwehrung einer Vizepräsidentschaft für die Fraktion. Ich selber werde morgen im Kieler Landtag sein und die Piratenfraktion dort besuchen und dort Gespräche führen mit Udo Fröhlich, dem Geschäftsführer, und mit Uli König. Dannebot wird mich begleiten. Wir werden dort versuchen, den Faden weiter zu verfolgen, den wir in Bielefeld aufgenommen haben, in der Zusammenarbeit mit den Fraktionen im Saarland und in Kiel. Ja, das war's. Gut, gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu der Beschlussvorlage. So steht es zumindest im Protokoll. 25/2016, Einladung des Bundesvorstands. Bitte? Die steht da im Pad in Volltext. Da geht es darum, die Frau Semm einzuladen, um hier über unsere parlamentarische Arbeit zu reden. Ja, der Text steht da, stand im Protokoll, habt ihr euch durchgelesen. 14.06. ist in 2 Wochen. 3 Wochen. Was? Wo steht das, Moni, das organisiert? Letztes Wort. Eine Frau Piper. Piper, bitte. Okay. Moni, du möchtest dazu was sagen? Ich hatte das mit Astrid mal angedacht in Bielefeld, dass sie die Fraktion gerne besuchen würde, auch als stellvertretende politische Geschäftsführerin. Und das finde ich dann ganz gut, wenn sie an der Fraktionssitzung teilnehmen kann, aber auch hier mit diversen Leuten einfach versucht, ins Gespräch zu kommen. Das ist der Hintergrund. Mhm. Gut, gibt es weitere Unklarheiten, die wir aufklären können, außer die Frau Piper? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich, wer ist für den, also wer nimmt diesen Beschlussvorschlag Einladung Bundesvorstand an? Wer ist dafür? Wir machen Anwesenheitskontrolle. Es sind alle dafür, es ist einstimmig. Das stimmt. Habt ihr schon die Namen angefangen aufzuschreiben? Naja, solange man oben sehen kann, wer da ist, reicht natürlich ein einstimmig. Dann schreibe ich jetzt mal eben den Toso nach oben, damit hinterher keiner meckert. So. Weiter geht's mit Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den KAX. Ich glaube, der Nixus macht das heute. Kernarbeitskreisen, natürlich, Entschuldigung, wie konnte ich nur? Ich kann auch nochmal Kernarbeitskreise sagen. Ja, mache ich natürlich gerne. Also in der letzten Woche war dank der vorlesungsfreien Zeit und Pfingstmontag nicht allzu viel los. Gestern gab es natürlich Kernarbeitskreise.
zumindest zwei davon haben auch mit normaler Besetzung stattgefunden. Der andere war ein wenig dünn besetzt. Das heißt, genau genommen hörte ich, dass da exakt zwei Leute waren. Woran das liegt, können wir vielleicht später mal intern klären. Wir haben in dem Kernarbeitskreis Aktuelles naheliegenderweise über das alles, was so an Themen da ist, gesprochen. Da ist weiterhin E-Mobilität aktuell, der Sturm in Ostwestfalen-Lippe, die Störerhaftung und die Bayer-Monsanto-Übernahme. Zu all den Dingen könnte man wahlweise aktiv werden oder nicht, aber es gab jetzt auch keine konkreten Vorschläge, was da passieren könnte oder sollte oder müsste. E-Mobilität wäre sicherlich spannend, dann nochmal die Positionierung der Grünen aufzugreifen. Die haben sich ja relativ weit vorgewagt, aber ich glaube, Olli ist mit seinem Team auch gut beschäftigt, dass da erstmal passieren wird. Dann gab es erfreulicherweise von Heidemarie die Idee oder Initiative, die auch in einen konkreten Antrag gemündet ist, wobei ich jetzt Hans-Jörg, ach, der steht hinter mir, vermisse. Es ist immer noch ein akutes Problem, dass in Jülich mehr oder weniger unrechtmäßig, ich habe den Antrag eben gelesen, x-tausend Kugeln aus einem ehemaligen Forschungsreaktor lagern, rumliegen, oder wie man das nennen will, nicht erdbebensicher, nicht ordentlich untergebracht. Wir hatten das schon mal thematisiert, Anfragen dazu gestellt, auch einen Antrag. Dünn hatte wohl sich mal dazu geäußert, so geht es nicht weiter. Passiert ist aber nicht viel. Da wir nicht allzu viel in der Pipeline haben, hat Heidemarie sehr kurzfristig dazu einen Antrag geschrieben, der auch Dannebot vorliegt und mir auch. Ich habe ihn aber auch eben erst mal kurz überfliegen können. Wir werden versuchen, den zu finalisieren bis zum neuen Antragsschluss, der dank des Feiertages oder wegen des Feiertages auf den Montag 9 Uhr gelegt wurde. Ich weiß aber, Heidemarie hat selbst gesagt, dass er noch überarbeitet werden muss, dass Dannebot ab heute Nachmittag weg ist. Vielleicht kann er zwei Sätze dazu sagen, dann übergebe ich das und ansonsten bin ich natürlich gerne dabei, das auch zu finalisieren. Ich halte es aber für wichtig, dass wir diesen Antrag doch noch stellen. Ich komme dann aber noch zu anderen Punkten, wenn Dannewood was gesagt hat. Ja, ich habe gestern Nachmittag kurz mit Heidemarie darüber gesprochen und ihr ein paar Sachen gesagt, die da für meiner Meinung nach wichtig sind. Wir wussten gestern Nachmittag nicht genau, wer eigentlich zuständig ist für die Anordnung, ein neues Zwischenlager zu bauen, ob das Bund oder Land ist. Das muss halt geklärt werden. Damit wir den Antrag entsprechend formulieren, entweder die Landesregierung soll das selber machen oder sie soll sich beim Bund dafür einsetzen, dass das gemacht wird. Eine von beiden Versionen, so in die Richtung wird das gehen. Das Lager in Jülich ist ein Zwischenlager, wo der Müll aus Jülich selber lagert. Die hatten ab 2014 schon mit den USA Verhandlungen geführt, dass sie das vielleicht übernehmen. Und dann kam plötzlich dieses neue Gutachten, das sagt, das ist doch nicht erdbebensicher. Das war also ganz klar eine bestellte Nummer. Ein Gutachten mit nicht erdbebensicher wird normalerweise im Giftschrank verpackt oder nicht beachtet. In dem Fall war das ein Grund. Die Jülicher haben keinen Antrag auf Verlängerung der Zwischenlagergenehmigung gestellt, beziehungsweise den so spät und so unvollständig eingereicht, dass er abgelehnt werden musste. Und zwar vom Bund. Und dann hat Dünn eine Anordnung getroffen, die ein halbes Jahr dauert, dass sie das Zwischenlager weiter betreiben müssen. Es läuft also nicht mit einer Genehmigung, sondern mit einer Anordnung. Das ist offensichtlich dann Länderkompetenz. Und er hat denen aufgegeben, drei verschiedene Versionen auszuarbeiten, was man mit dem Zeug machen soll. Die eine ist die Option, das in die USA zu exportieren. Das wird scheitern, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung inzwischen in den USA gescheitert ist, weil die USA das wahrscheinlich doch nicht haben wollen, weil sie damit nichts anfangen können und weil das illegal wäre, weil das aus einem Leistungsreaktor stammt. Die zweite Variante ist, das nach Ahaus zu schaffen. Da gibt es ein Zwischenlager bis 2000 in den 30ern irgendwann unbeklagbar Betriebsgenehmigung hat. Das heißt, da kann man auch nicht sagen, ihr müsst das sicherheitstechnisch aufrüsten, entsprechend dem Brunsbüttel-Urteil. Das wird nicht gehen. Und unsere Forderung ist, wir wollen keine Atomtransporte, die sollen da an Ort und Stelle ein erdbebensicheres Zwischenlager bauen. Das sagt auch die Anti-Atomkraft-Bewegung so. Und das wird die Zielrichtung des Antrags auch sein. Ja, ich bin, wie gesagt, morgen in Kiel, hat Harald ja schon gesagt. Danach fahre ich, was? Hartmut, ach ja, Entschuldigung, Hartmut. Danach fahre ich nach Dänemark, da ist ein größeres Treffen, da geht es um Naturschutz und bin ich erst am Sonnabend oder Sonntag wieder in Dortmund oder zurück und da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Allerdings gibt es auch in Dänemark dieses Internet und ich denke mal, ich werde da mal auch vernünftig drüber gucken können. Jo. Okay,
hin, der auch die aktuellen Gegebenheiten berücksichtigt, und der wird dann Montag halt in die Vorstandssitzung gehen und diesen nächsten Dienstag auch in die Frasi. Ich halte es für gut, den jetzt nochmal zu platzieren, nachdem wir auch Danneboot mit Atom nochmal im Fernsehen war, glaube ich sogar. Dann hatten wir, was mehr im Bereich unserer Kernthemen liegt, das ist jetzt so circa 2 Wochen alt, es wurde schon auf der CeBIT angekündigt, eine sehr enge Kooperation, jetzt hoffe ich, dass ich das halbwegs richtig ausspreche, zwischen der Firma Huawei und der Stadt Gelsenkirchen, die da so komplett die Überwachung, und die sagen wohl auch Überwachung dazu, Videotechnik, alles installieren mit Gesichtserkennung und allem, was dazugehört. Die einen finden das gut, wir sollten das zumindest sehr kritisch hinterfragen. Da dran ist Frank Herrmann, der ist jetzt heute aus guten, mir nicht bekannten, aber guten Gründen nicht anwesend. Das ging von Matthias Bock aus, wie so viele Ideen und Initiativen. Er hat Frank dazu angesprochen. Frank hat gesagt, er will da zunächst mal mit jemandem in Gelsenkirchen sprechen. Das steht alles aus. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir dazu noch was hinkriegen. Denn ETF, das ist ein sag ich nur. Bitte? Ja, nichts okay. gesagt. Ein aktuelles Thema, was im Bereich unserer Kernthemen liegt, was wir auf jeden Fall bedienen sollten, meines Erachtens. Also mit ein bisschen Glück, Frank ist morgen da, werde ich mich auch darum kümmern, auch mit Frank zusammensetzen, dass wir da einen passenden Antrag stellen, der zumindest so die Stoßrichtung hat, da müssen mal Rahmenbedingungen geklärt werden, unter welchen das geschieht und was die Landesregierung überhaupt dazu sagt, zu solchen engen Kooperationen, denn bitteschön, wir geben da die Komplettüberwachung in Hand eines privaten Konzerns und das ist schon mehr als bedenklich, zumal wir sowieso gegen die Sondersitzung, Innenausschuss? P-Projekte sind. Mein Mikro, ich rede ja auch noch. Ach so, okay. Okay. Im anderen Kernarbeitskreis ist dann das Thema, und da ist Moni, glaube ich, drin, auch dank Matthias, Lesewettbewerbe, die Amazon veranstaltet, was in Hessen wohl stattgefunden hat. Also tatsächlich läuft das wohl so ab, dass die im sehr engen Umfeld ihrer Standorte, ihrer Logistikstandorte, so schicke Aktionen machen, wo es dann hinterher einen Haufen Kindles zu verlosen oder zu gewinnen gibt. Und das wird da, wo es stattfindet, durchaus kritisch gesehen, gern genehmigen, dass so ungefähr ist der Hintergrund die Landräte oder die Zuständigen, die da im direkten Umfeld sind. Also so richtig klassische Lobbyarbeit, so man guckt sich die im Umfeld an, macht seinen, Amazon hat ja im Bereich der Logistik oder der, sagen wir jetzt, des Arbeitsrechts oder der Arbeitsplatzgestaltung nicht so den allerbesten Ruf. Und die gehen halt anscheinend sehr direkt hin und machen da so richtige Eigenwerbung, indem sie so Bildungsförderung, was auch immer machen, unter diesem Vorwand sich da präsentieren. Hier in Rheinberg findet das wohl auch statt und lustigerweise exakt dann so in dem Umfeld. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Mabo ist da in direktem Kontakt zu dir. Ich würde auch sagen, wir sind für Bildung, aber nicht für so gesponserte Bildung, die dann direkt der Eigenwerbung dient. Also da habe ich auch die Hoffnung, dass wir noch kurzfristig was hinkriegen. Und ich übergebe auch hier gerne an Moni, bevor ich dann noch einen anderen Punkt erwähne, der aber ganz kurz ist. Danke. Ja, wir recherchieren das gerade und im Grunde passt das ja auch in unsere Reihe Lobbyismus an Schulen. Also das mit dem Hintergrund auch nochmal, dass wir halt, bitte? Ah ja, es gibt ein Handbuch, wo die Schulen nachlesen können, was sie dürfen und was nicht. Nein, also ganz im Ernst, wir sind ja mit Lobby Control unterwegs und das wäre jetzt ein weiterer Punkt, wo wir wieder sagen, guck mal, da werden halt wirtschaftliche Interessen tatsächlich in Schule getragen, um, sage ich mal, eine möglichst frühe Kundenbindung einfach zu erreichen. Und das, glaube ich, wollen wir nicht. Wir gucken, ob es für einen Antrag reicht, oder Michelle? Okay. Gut, also ich finde, das wären eben noch 2 spannende Themen, die wir, wenn es klappt, hinkriegen könnten. Aber da arbeiten auch die richtigen Leute dran. Es wird also im Zweifelsfall was passieren. Ich hatte noch einen Punkt eben genannt. Das wurde gestern kurz angesprochen, aber auch mit der klaren Absage, naja, das ist halt Privatwirtschaft und ansonsten geht das niemand was an, so in etwa. Diese Bayer-Monsanto-Übernahme, ich finde die schon irgendwie spannend, die Geschichte. Monsanto, eines der umstrittensten Unternehmen weltweit, vielleicht sogar das unbeliebteste, also zumindest steht es ganz weit oben auf der Skala der unbeliebten Unternehmen. Es gibt die Veranstaltung March Against Monsanto, an der wir auch jetzt parteiseitig öfter teilgenommen haben oder verschiedene KVs. Bitte? Machen wir denn jetzt March Against Bayer? Bayer ist natürlich ein nordrhein-westfälisches Unternehmen mit seinem Sitz rund um Düsseldorf, ne? Leverkusen, Dormagen, was haben wir noch? Wuppertal, genau. Ach, überall halt.
Tatsächlich würde ich einfach mal so die Meinung dazu hören. Das wird sich ja schon ein bisschen hinziehen, dieser Übernahmeprozess, ob wir da doch irgendwie aktiv werden wollen können. Einfach Meinungen, weil der Arbeitskreis kann ja nicht alles so vorwegnehmen. So. Also wie gesagt, das Einzige, was gesagt wurde, war so, ist ja Wirtschaftsding so, müssen die wissen und wenn sie dann sich verschlucken, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber ich gebe das mal hier in die Runde und würde mal gerne einfach so ein paar Ansichten dazu hören von den passenden oder unpassenden Abgeordneten. Danke, das war's aus Bericht. Dann Dietmar und dann Grumpy. Unsere Wirtschaftsfachleute sind ja, glaube ich, heute nicht da. Aber ich finde das aus finanzpolitischer Sicht großartig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, wir werden das beobachten müssen, ob und inwieweit Bayer hier in Deutschland Umsätze auf Monsanto-Basis generiert oder ob diese nur im Ausland generiert werden. Immerhin handelt es sich um einen der größten Agrar- und Saatgutmittelhersteller der Welt. Und 62 Milliarden Übernahme ist ja auch nicht mal eben so aus der Portokasse bezahlt. Zumindest das ist das, was im Moment im Gespräch ist. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie viel Steuern hier generiert werden können im Land Nordrhein-Westfalen. Das, unter diesem Aspekt sollten wir das auch vielleicht betrachten in der Zukunft, ob und inwieweit hier möglicherweise auch solche Konzernstrukturen genutzt werden, Steuervermeidung zu betreiben. Und da denke ich, dass wir unseren Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans an unserer Seite haben, das mit Argusaugen zu beobachten. Kurz zu dem Gesamtbericht. Bei dem, ja, ich war, hatte mich vorher gemeldet. Michelle hatte dies auch entsprechend gesagt gehabt. Kurz zur Stadt Gelsenkirchen. Für die weitere Erläuterung, es handelt sich um das sogenannte Smart City Projekt. Der Deal wurde auf der CeBIT mit großem Tamtam unterzeichnet. Und erst danach kam das zweite Zauberwort ins Spiel, das heißt nicht mehr Smart City, sondern auch Safe City. Und im Rahmen dieser Safe City Kampagne übergeht, nach derzeitigem Kenntnisstand, die Stadt Gelsenkirchen, Zitat des Bürgermeisters, mutig voranschreitend, die derzeitige Rechtslage und plant also mehrere hundert Videokameras in der Innenstadt zu installieren. Genau, SPD-geführte Stadt, genau, vielen Dank. Und von daher kann man da halt mal nachfragen. Zu dem Thema Amazon noch ein Hintergrundpunkt. In Hessen wurde die entsprechende Aktion des Unternehmens, des Lesewettbewerbs durch das Kulturministerium untersagt. Die genaue Reaktion aus Bayern habe ich jetzt noch nicht finden können, aber einen entsprechenden Verweis darauf, dass auch Bayern dies wohl zumindest gerügt habe. Ein Eingriff in die Autonomie der Bildung sei in einem Unternehmen nicht, darstellbar. Und wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen ein Handbuch. und Bayer Monsanto, ich sag nur mal gucken, vielleicht haben wir ja dann irgendwann hier einen Rettungsschirm wie bei Opel oder anderen Geschichten. Eins habe ich noch vergessen. Es wird wahrscheinlich auch noch die Kartellbehörde da ein Wörtchen mitzureden haben, was Bayer und Monsanto, sprich die Übernahme, angeht. Aber in der Regel werden solche Übernahmen ja genehmigt. Ich warte eben, bis die Herren Bayer und Kern soweit sind. Stören wir euch? Ja. Gut, dann warten wir so lange. Also Oliver Bayer übernimmt Monsanto, höre ich. Also neben der Frage, woher dieser Fußballclub so viel Geld hat, ist die Frage natürlich, die sich mir stellt, so ganz banal, wäre es andersrum besser? Was wäre denn, wenn Bayer das zur Nutzung seiner ganz einfach Marktfähigkeit nimmt, und dafür sorgt, dass hier weiterhin Arbeitsplätze und Steuern in Deutschland gezahlt wird. Ich finde, wir sollten nicht alles sofort und immer so negativ sehen, sondern grundsätzlich,
grundsätzlich ist es ja vorteilhaft, wenn ein Unternehmen, das hier seinen Sitz hat, wettbewerbsfähig ist, Steuern zahlt und Arbeitsplätze hat. So. Wenn das in Zweifel später dann anders sein könnte, das haben wir schon erlebt. Es gibt ja auch Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die ganz generell mit Motoren arbeiten, wo es dann nicht so viele Arbeitsplätze mehr gibt. Und wir sollten das ganz sachlich betrachten. Vielleicht hat das ja auch was Vorteilhaftes für NRW und für Bayer. Ja, danke für den Beitrag der FDP. Gerne. Die haben überhaupt keine Ahnung, vor allen Dingen nicht vom Wirtschaften. Ist die einzige Partei in Nordrhein-Westfalen, die ihre Wahlkämpfe über Kredite finanziert. Schönen Dank übrigens dafür. So, und nein, es funktioniert nicht. Kommen wir also mal zum eigentlichen Thema. Monsanto ist nicht deshalb die unbeliebteste oder eine der unbeliebtesten Firmen der Welt, weil sie Gewinne generieren oder weil sie keine Gewinne generieren. Das ist in der Diskussion völlig nachrangig. Die sind deshalb die unbeliebteste Firma oder eine der unbeliebtesten Firmen der Welt, weil sie Bauern und Agrarschaffende in Abhängigkeit treiben, weil sie relativ ungezügelt Genmanipulationen an Pflanzen vornehmen. Und wenn jetzt eine Firma wie Bayer, die eine der Nachfolgeunternehmen der IG Farben ist, die das Morden im Zweiten Weltkrieg aktiv mitbetrieben hat, sich so eine Firma einverleibt, dann müssen wir uns darüber überlegen, wo die moralischen Hemmnisse bei der ganzen Geschichte sind und was das zu bedeuten hat. Und da geht es nicht um Geld. An der Stelle müssen wir bitte mal wieder in unsere Geschichte schauen und schauen, was wir besser machen können und nicht darauf achten, wie machen wir hier am meisten Steuerkohle, sondern wie wirken wir vielleicht darauf ein, wenn Bayer den Laden schon kauft, aus der eigenen moralischen Erfahrung das Ganze mitzunehmen, darauf einzuwirken, dass Monsanto dann vielleicht ein besseres Unternehmen wird. Die Steuergeschichten sind weit hinten. Danke. Geht in dieselbe Richtung. Also das von der wirtschaftlichen, finanziellen Seite zu betrachten, finde ich absolut nebensächlich. Also Monsanto ist, im Grunde kann man sagen, wahrscheinlich heutzutage hat jeder Großkonzern Dreck am Stecken, aber Monsanto ist eins der übelsten Konzerne überhaupt auf dieser Welt. Also die Patente auf Saatgut, wie die Umwelt vergiften, hast du mal die Selbstmordraten von indischen Landwirten angeguckt, die da systematisch in die Pleite getrieben werden. Also es gibt keinen Konzern, der ätzender ist und dass wir dann in NRW praktisch da unmittelbar mit gekoppelt sind, finde ich absolut katastrophal. Ich habe übrigens zweimal auf den Monsanto-Demos geredet. Ich wollte nur einen kleinen Hinweis geben. Also ich finde auch, dass eine Chance darin läge, dass man ein Unternehmen wie Monsanto in der Hand eines deutschen Unternehmens, eines nordrhein-westfälischen Unternehmens wie Bayer liegen hat. Was auch immer. Nee, nächstes darum geht es nicht. Es geht nicht darum, um Herzensgut oder nicht, sondern es geht darum, dass man zumindest eine gewisse gesetzliche, staatliche Kontrolle hat. Und ich möchte kurz daran erinnern, zumindest erinnere ich mich daran, dass es 2011 so war, als ich in diese Partei eingetreten bin, war eins der Plakate, da war so eine Kuh drauf, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, da haben wir gesagt, keine Patente auf Lebensmittel und keine Patente auf Lebewesen. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Also mein Standpunkt ist das nach wie vor, und Monsanto ist eins der Unternehmen, die weltweit am meisten mit den Patenten, die sie auf Lebensmittel, also auf dieses Saatgut haben, eben ihr Geschäft machen. Das ist deren Geschäftsmodell. Und ich finde, das kann eben auch eine Chance sein, wenn man eine solche Firma unter der in Anführungszeichen politischen Kontrolle des Bundeslandes oder des Bundes eben hat. Du glaubst, die hören mit dem Geschäftsmodell auf? Nein, ich glaube nicht, dass sie mit dem Geschäftsmodell aufhören, aber ich glaube, dass man eben in Deutschland anders darüber ethisch diskutiert als in anderen Ländern. Absolut. Ja, aber es wird ja nicht ändern letztlich. Absolut. Die investieren noch keine 62 Milliarden Euro, um dann zu sagen, wir machen alles anders.
immer. Es haben auch Leute bis zuletzt in die Kernenergie investiert und dann hat eben die öffentliche Debatte dazu geführt, dass Deutschland aus der Kernenergie aussteigt. Also das wird nichts ändern. Das halte ich so als Argument für schwierig, weil dann können wir uns das Ganze hier sparen, können nach Hause gehen. Und das Nee, das lag an der ethischen Wandlung der öffentlichen Meinung durch Fukushima. Und genau das meine ich damit. Also brauchen wir nur Fukushima bei Monsanto? Wir brauchen ein Monsanto für Fukushima. Toso, Dietmar, Nixus, Daniel und dann ist die Rednerliste zu. Abwarten, bis deine Worte den Ton aus hat. Ja, aber so ein Monsanto-Baum hat den Nachteil, da kommt ja dann hinterher kein Nachwuchs quasi. So eine Luftpumpe musst du wieder kaufen. Musst du eine Flatrate kaufen. Abo. Herbizidresistenz. Ja. Monsanto-Wölfe ist wieder das mit der FDP. Die werden zu Veganern umgeschult. Das wären die Grünen. So, also ich bin sehr gespannt. Gerade lief ja hier auf dem Nicht-Parteimedium nochmal, danke übrigens dafür, dass die verschiedenen Anteilseigner der Bayer AG ja jetzt schon nicht mehr oder zum größten Teil eh nicht mehr in Deutschland sitzen. Deshalb die Diskussion darüber, wer da Kontrolle hat, eine Kontrolle gibt es da nicht. Das ist ein multinationaler Konzern, drauf geschissen auf nationale Kontrollen. Das Einzige, was wir machen können, ist tatsächlich versuchen, über die Geschichte der moralischen Verantwortung und über die Nummer mit dem im Endeffekt mit dem Endkundendruck zu arbeiten. Alles andere wird nicht funktionieren. Allerdings glaube ich auch, dass denen das scheißegal ist. Die werden so einen Typen wie Martin Skreli als Geschäftsführer einsetzen und dann ist gut für die. Also, da ich dran bin, ich mache das jetzt einfach mal, auch ohne Worterteilung, weil der Michel schwätzt. Alles gut. Michel, du hast natürlich vollkommen recht. Also, und natürlich, Toso hat auch recht. Ja, und Simone hat auch recht. Alle haben auf ihre Weise recht. Nur eins sollten wir bitte lassen. Wir sollten nicht hinsichtlich einer privatrechtlichen Firmenübernahmesituation hier in Empörungsmodus fahren, im Hinblick auf die Geschäftspolitik des bisher des zu übernehmenden Unternehmens. Also Leute, ja, wir können natürlich auch vorab schon mal gegen Bayer demonstrieren, aber doch bitte sicherlich nicht gegen die Übernahme. Die interessiert hat nämlich einen feuchten Dreck, was Politik dazu sagt, ob die eine Firma übernehmen oder ein Unternehmen und Konzern übernehmen oder nicht. Die werden es einfach tun oder sie werden es nicht können. So einfach sieht die Situation aus. Was Monsanto angeht, ja, ich bin auch schon gegen Monsanto auf die Straße gegangen. Und ja, es ist eine Katastrophe. Und ja, den Druck aufbauen bei den Endabnehmern, Toso, mit Verlaub, ich glaube nicht, dass wir dazu in der Lage sind. Da müssten wir nämlich permanent in Indien sein, in Afrika sein, in Pakistan sein, in China sein und. Obwohl die Chinesen haben ihren eigenen Konzern. Ich glaube, wie nennt sich der Laden nochmal? China-Chem oder so ähnlich. Endkunden hier. Ja, natürlich, die Endkunden hier, die Bauern in Deutschland gucken selbstverständlich auch auf die Situation Saatgut, ganz klar. Und selbstverständlich interessiert die auch Genmanipulation an Saatgut. Und selbstverständlich interessiert die auch, wo sie ihr Saatgut herbekommen und wie sie das machen. Und ob es möglicherweise gesetzliche Vorhaben gibt, irgendwelche Beschränkungen in der freien Aussaat von was auch immer zu gewärtigen. Sei es drum, ich denke, wir lassen das einfach mal kommen und brauchen das auch gar nicht in die politische Diskussion zu bringen. Ich finde, es hat im Moment diese Übernahmesituation Bayer Monsanto, abgesehen davon, dass sie überhaupt noch nicht erledigt ist, ja noch überhaupt nicht durch ist, hat zunächst mal aus meiner Sicht keine politische Dimension, sondern allenfalls dann, wenn Bayer das tatsächlich hinkriegt, diesen Konzern zu übernehmen. Und ansonsten bleibt es so, es ist Monsanto und wer auch immer dagegen was unternehmen will, gegen die Geschäftspraxis von Monsanto, der mag dagegen aufstehen. Und dann werden wir das sind, dann werden wir das weiter tun, dann wird sich doch wohl nichts ändern. Damit ist das Thema doch eigentlich durch. Ob das jetzt Bayer ist, ob das jetzt die Deutsche Bank ist, ob das ThyssenKrupp ist, die den Konzern übernehmen, die auch alle, Second World War Schuld auf sich geladen haben.
Da gibt es sicherlich in Nordrhein-Westfalen noch zahlreiche andere Unternehmungen und Konzerne. Also jetzt, ja, gut, das spielt letztendlich aber auch keine Rolle. Vielleicht haben sie kleinere Unternehmer, Zulieferer übernommen in der letzten Zeit, die wir gar nicht mitbekommen haben. Und auch das sollten wir dann vielleicht im Auge haben. Ich denke nicht, dass wir hier mit dieser Art der Moralkeule um uns schlagen sollten. Da bin ich dann eher bei Michel, der da sagt, ja, wir haben einen Ethikrat in Deutschland. Wir haben ethische Diskussions- und auch politisch beeinflussbare Gremien, die da möglicherweise tatsächlich was unternehmen können. Und demgemäß ist es fast sogar positiv, wenn Monsanto bei Bayer drin sitzt. Denn da haben wir eventuell eher Zugriff tatsächlich auf die Entscheidungsgremien. Und die sitzen nun mal im Konzernvorstand, der Vorstand sitzen Leverkusen. Okay. Ich bin jetzt auf der Rednerliste und ergreife auch das Wort. Ich widerspreche jetzt mal konkret meinem Vorredner und dann auch dem Michel und dann auch noch ein paar anderen. Vorher danke ich aber noch für die doch sehr engagierten und kontroversen und ich sagte ja aus Ihrer fachlichen Sicht möglicherweise angemessenen Redebeiträge. Aber sorry Dietmar, nee, nicht alle mit sehr kontroversen Positionen können gleichzeitig Recht haben. Das widerspricht der inneren Logik des Richtig- und Falschseins. Zu dir, du hast gerade gesagt, es ist ja noch nicht vollzogen, die Übernahme. Ja, das ist genau der Zeitpunkt, wo Politik aktiv werden soll. Und Politik setzt Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln und kann und sollte und muss vielleicht dabei sogar moralische Aspekte berücksichtigen. Wenn man das ausklammert und sagt, okay, wir warten erst mal ab, was sich da tut, dann hat Politik endgültig das Heft des Handelns aus der Hand gegeben. Das ist weitestgehend geschehen, aber es wäre an uns, egal in welcher Rolle wir gerade sind, die Position mal anders zu formulieren und sagen, was Politik tun sollte in dem Fall. Selbst wenn sie faktisch gerade nicht eingreifen kann. Zu Michel, und da wurde ich auch gerade von meinem Nachbarn Hartmut darauf angesprochen, der Wert von Monsanto besteht in diesen Patenten, die wir großenteils ablehnen. Wenn du also meinst oder wir zu der Meinung kämen oder wer auch immer zu der Meinung käme, man könnte diese Übernahme mal so laufen lassen für 62 Milliarden plus minus und dann den Konzern sagen, okay, so läuft das aber nicht mit dem Geschäft, dann können wir den abwickeln und dann ist Bayer pleite nach dieser Übernahme. Das ist dann und dieses ja, das ist dann so, erinnert mich jetzt fatal an die erste Rede eines Abgeordneten der Piratenfraktion, der auch mal sagte, na dann ist das eben so, dann sind eben die Sparkassen pleite. Ich finde das gegen Ende der Legislaturperiode auch einen sehr passenden Vergleich. Wir kehren also zu den Anfängen zurück. Das ist immerhin interessant. Das habe ich doch nicht gesagt. Ich weiß, aber das habe ich ja gesagt deshalb so. Ne? Okay. Ich finde tatsächlich es gut, dass diese Diskussion hier mal geführt wurde. Ich finde es eben ein bisschen dürftig. Im Kernarbeitskreis wurde ausschließlich diese wirtschaftliche Position vertreten. Ich denke aber, wir sollten uns mal an unser Parteiprogramm erinnern und was wir alles so gegen Monsanto gesagt haben und an das, was wir vielleicht noch tun können. Also die Diskussion wird weitergehen und ich bin auch froh, dass eine solche Übernahme sich wahrscheinlich nicht in anderthalb bis zwei Wochen erledigen wird. Wir haben also vielleicht sogar noch über die Sommerpause Zeit, eine Position zu finden und doch aktiv zu werden. Ich würde mir das wünschen, denn Monsanto ist echt das Böse schlechthin und das sage ich auch gern fürs Protokoll mit Namensnennung, da habe ich gar kein Problem mit. Es gibt sehr viele gute Gründe, Monsanto absolut abzulehnen mit allem, was passiert. Ja. Es gibt nebenbei auch viele, viele Gründe, die gegen Bayer sprechen. Es gibt nicht umsonst die Koordination gegen Bayer-Gefahren, deren Liste abonniere ich, wird immer aktuell gehalten, dass Bayer gerade Böses tut. Und vielleicht zum Abschluss noch ein Tweet von gestern oder vorgestern, so, der hieß so Heroin, Kokain, Aspirin, damit ist Bayer groß geworden. Und das ist dann auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Es ging ja nur um eine Diskussion hier anzuregen und die wurde mal politisch geführt, finde ich gut. Und ich glaube, nach mir ist noch der Daniel Düngel dran und dann ist wohl die Redezeit auch beendet. Danke. Ist egal. Daniel hat abgewunken, er möchte nicht mehr. Nuff said. Ja, der Nixus erschlägt einfach alle dann mit seinem Rundum. Das ist schon, ja, zur Not argumentiert auch gegen Dinge, die nicht gesagt wurden. Ist schon okay. Hauptsache, es wurde nicht gesagt. Gesagt, Entschuldigung. Okay. Schön. Nein, nicht schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde gut, dass wir überhaupt, dass wir so über politische Themen diskutieren. Wir sollten das viel öfter machen. Vielleicht geplanter als jetzt. Aber das können wir ja dann in den nächsten Wochen nochmal
tun. Ich glaube, es Nein, das ist nicht Königin Silvia, das ist nur ein Bundeswehrhubschrauber, der guckt, ob wir hier böse Dinge getan haben. Ja. Toso, hast du den Panzer geparkt? Warum sollten Sie das tun? Ach der. Okay, jetzt weiß ich auf wer. Gut, wir fliegen Gefangene durch die Gegend. Das ist spannend. Ich muss auch mal gefangen werden, wenn man da freie Hubschrauberflüge kriegt. Gut, haben wir noch was zu Top 4? Komm. Alles klar, wenn wir nichts mehr zu Top 4 haben, dann kommen wir zu Top 5. Beauftragung der Sprecherfunktion für den Bereich Pflege. Wir haben es geschafft und haben hier die beiden entsprechend anzusprechenden Sitzen, wegen derer eben die letzten beiden Male wir das Thema verschoben haben. Daniel und Olaf sind da. Olaf soll neuer Sprecher für den Bereich Pflege werden. Daniel, hast du was dagegen? Ja, ich kann ja was dazu sagen. Soll ich was dazu sagen? Nur wenn du was dagegen hast. Nee, du musst ja nichts Dann dagegen nicht. Haben, um was zu sagen, oder? Ja, dann sag's. Also, komm. Ja, keine Ahnung. Ich habe eine kleine 15-Minuten-Rede vorbereitet, also von Krass daher holt euch vielleicht nochmal ein Schnittchen oder einen Kaffee. Nein, Quatsch. Olaf hatte mich halt vor einiger Zeit darauf angesprochen und geschoben hat sich das Ganze jetzt in der Tat, weil wir ja nie parallel letzten Endes hier waren, um es tatsächlich kurz zu machen. Ich habe da kein Problem mit, dass Olaf diese Funktion übernimmt. Ganz im Gegenteil, ich finde das eine gute Idee. Das ist zweifellos ein Fachbereich, in dem Olaf sich ja auch in der Vergangenheit schon immer aktiv eingebunden war, wo auch wir, also Sebastian und ich, häufiger ja schon mal auf Olaf nochmal zurückgekommen sind und auch nochmal Dinge nachgefragt oder abgefragt haben, wie so seine Meinung dazu war. Von daher finde ich das gut. Ich glaube, im Ausschuss bekommen wir das so weit hin. Das ist natürlich nicht ganz unkompliziert, haben wir aber auch ja in anderen Ausschüssen durchaus vergleichbare Positionen. Das Gute bei uns im AGS ist eigentlich, dass die Bereiche Arbeit sowie Gesundheit, Soziales recht gut getrennt sind, was die Tagesordnung angeht, sodass man das eigentlich auch ganz gut hinkriegen kann, dass zum Beispiel, wenn halt eben Thema Gesundheit und Pflege dann da ist, dass zum Beispiel Toso dann auch seinen Stuhl räumen kann und Olaf dann die Position da einnehmen kann, sodass wir sozusagen beide da sind, ja, und beide dazu dann auch sprechfähig sind. Ja, so viel zu mir. Von mir, nicht zu mir. Gibt es Nachfragen, Ideen, Anmerkungen? Gut. Dann frage ich ab, gibt es jemanden, der dagegen ist, dass Olaf ab jetzt die Sprecherfunktion für den Fachbereich Pflege übernimmt? Möchte sich jemand enthalten? Beides nicht der Fall, dann ist das einstimmig so angenommen. Kommen wir zu Top 6. Beauftragung der Sprecherfunktion für den Fachbereich Europa. Da gab es bis jetzt die Sprecherfunktion von Nico. Korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, abgesprochen ist, die Sprecherfunktion übernimmt Joachim. Der ist jetzt leider nicht da. Aber bis jetzt hatten wir nur, wenn jemandem die Sprecherfunktion entzogen wurde, sozusagen die entsprechende Verschiebung. Und wenn jemand nicht da ist, kann er trotzdem eine Sprecherfunktion bekommen. Deswegen gibt es dazu Wortmeldung. Dietmar. Auch wenn der Joachim jetzt nicht da ist, glaube ich, ist das kein Problem. Der Joachim hat sich dazu ja hier in der Sitzung bereits ausführlichst geäußert. Auch schriftlich geäußert auf der Mailingliste. Also ich kann nur sagen, der Joachim will das machen, der brennt da scheinbar für. Ich sage das jetzt einfach mal so, scheinbar, weil ich habe ihn noch nicht da in diesem Ausschuss erlebt. Sei es drum. Er will das, er kann das und er macht das ja auch schon eine gewisse Zeit, schon seit wie lange, 3 Jahren oder 2,5 Jahren? Also er ist schon länger jedenfalls, meine ich, im Ausschuss dabei und sollte man einfach so machen, auch wenn er nicht da ist. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen, dass Joachim die Sprecherfunktion für den Fachbereich Europa übernimmt? Möchte sich jemand enthalten? Dann haben wir auch das einstimmig so beschlossen. Kommen wir zu
Top 7, Vorbereitung für die Plenarsitzung am 8., 9., 10. Juni. Wenn ich so die Antragsanzahl sehe, wird es vielleicht doch nicht der 10. Juni. Frage in die Runde, was gibt es für Anträge? Wir haben schon gehört, der Bereich Umwelt hat einen. Was gibt es für Anträge und Schule vielleicht? Und was gibt es sonst noch für Anträge? Worauf können wir uns freuen? Dietmar. Wir können uns aller Voraussicht nach noch über einen oder ja, auf einen Antrag freuen, der sich mal wieder mit den Spaßkassen, mit den Sparkassen, danke übrigens für den Hinweis, Nikos, was ne, die Sparkassen angeht. Ja, ist da ein Antrag gefertigt? Der ist noch in der abschließenden Prüfung. Grobes Thema, es geht um nicht zu viel zu verraten, um Zinspolitik. Ich sage jetzt nicht genau, um was es geht, das wäre zu früh. Ja, Hochzinspolitik, selbstverständlich. Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank, selbstverständlich, klar. Logisch. Danke für den Hinweis. Ich bin da, um das ergänzend zu sagen, ich hatte das schon mal angeteasert bei unserem verehrten Herrn Pressesprecher, nicht wahr, bei Mario. Auch schon Grumpy hat den Antrag bereits in Entwurfsfassung vorliegen. Gerhard auch zwecks mal drüber guckens in Hinblick auf rechtliche Aspekte. Und ich denke, dass er bis spätestens Freitag, wie üblich, dann ist ja am kommenden Freitag, ist ja Antragsfreitag, da sein wird. Was? Nein, nicht? Haben wir nicht? Ist nicht? Ist nicht Antragsfreitag? Falls die Sitzung. Antragsmontag haben wir sozusagen. Also. Okay, also er ist rechtzeitig dann da. Alles Punkt. Klar. Gut. Ich kann das auch gerne nochmal wiederholen, aufgrund des Feiertags. Und weil ja entsprechend Brückentag ist und weil es entsprechende Hinweise darauf gab, dass die Antragslage doch eher dürftig wäre, weswegen wir auch jetzt nochmal abfragen, was es denn gibt, haben wir gestern im Vorstand gesagt, dass der Antragsfreitag jetzt zum Antragsmontag wird und dass die Anträge dementsprechend bis um, jetzt schlag mich, wenn ich es falsch sage, 9 Uhr haben wir gesagt, Montag, damit wir es vor der Vorstandssitzung da haben und damit es dann auch eingearbeitet werden kann, dass wir diesmal also Antragsmontag 9 Uhr sozusagen machen. Mhm. Eins habe ich noch vergessen und der Nico muss ihn natürlich auch noch gut finden. Aber wird er. Gut, gibt es weitere Anträge oder Anmerkungen zu den 3 bis jetzt genannten Anträgen? Nixos. Ja, eventuell kommen noch 2 dazu. Ich hatte es eben gesagt, ich weiß nicht, ob die jetzt aufgeführt werden müssen, der zum Thema Jülich, Reaktorbrennelemente. Nee, den habe ich gesagt. Dann habe ich nicht aufgepasst, entschuldige bitte. Und die Geschichte hier mit hier Gelsenkirchen, müssen wir schauen, nur der Vollständigkeit halber. Gelsenkirchen hatte ich tatsächlich noch nicht. Gut. Nein, Freitag gibt es auch kein Antragsmumble. Gut. Nico muss den Antrag. Also ich führe noch mal auf, wir hatten Amazon-Lesewettbewerb, wir hatten Jülich mit den Kugeln, wir hatten Gelsenkirchen und wir hatten Sparkassen. Das sind die 4, die im Moment. Ja, das ist Rheinberg, Amazon-Lesewettbewerb. Ja. Dietmar. Ich bitte Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank kursiv und oder in Gänsefüßchen zu setzen. Und in Klammern Ironie noch. So. Mach das mit Klammer auf. Smiley und Ironie heben Sie auf. So, alles klar. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen zu dem Thema gibt, schiebe ich jetzt Top 8 mal nach hinten, damit wir hier nicht den Stream tatsächlich unterbrechen, weil wir ja gesagt haben, wir machen das nicht öffentlich und wir springen auf Top 9 Open Antrag. Mario. Ich hatte, glaube ich, rumgeschickt den Ablauf, den müssten alle bekommen haben, checkt doch mal eure Mails vor einer guten Woche oder so.
Dementsprechend haben wir heute keine aktuellen drin, die sind alle in euren Tickets und so weiter. Wenn nicht, dann habt ihr halt vielleicht keins, das ist auch schön. Wir schicken das weiter zu, der Ablauf wird eingehalten, alles ist gut und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche hier die ersten Open-Anträge beraten. Alles klar. Gibt es Fragen, Rückfragen, Wortmeldungen, irgendetwas zu diesem Thema? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Bereich Sonstiges. Hodor ist tot. Sonst nicht spoilern. Steht da? Vielleicht hat er auch einfach nur einen gebrochenen Arm und deswegen machen wir eine Schweigeminute oder sowas. Ja. Alles klar. Gibt es eine Sache, die wir noch unter dem Bereich Sonstiges verhandeln müssten? Soso, du kriegst übrigens noch einen USB-Stick von mir. Gut. Nachdem gestern Pizza.de bei mir gespoilert hat und mir eine Mail geschickt hat. Nee, ich darf das auch nicht im Stream sagen, ne? Na komm. Jon Snow ist nicht tot. Hat mir Pizza.de geschrieben. Das ist schon eine Woche alt. So. Zwei, stimmt. Daniel möchte was sagen. Ja, eigentlich nur eine Frage oder Anregung. Ich weiß doch nicht, ob das gerade der richtige Zeitpunkt und Ort ist, darüber zu diskutieren und ob wir überhaupt darüber diskutieren können. Es gibt ja, oder es wird eine Terminüberschneidung mit dem Bundesparteitag und dem NRW-Fest geben. Das finden wir ja alle nicht so ganz gut, das weiß ich. Ich wollte einfach in die Runde fragen, ob wir uns da in irgendeiner Form zu abstimmen wollen und können und sollten. Vielen Dank, Tose, für die kurzzeitige Übernahme der Sitzungsleitung. Ich bin erstmal derjenige, der das Böse sagt. Ich will jetzt nicht Böses zum Buch oder sonst was sagen, sondern zum Thema, was wir tun müssen. Ich sehe uns eigentlich hier. Denn wir haben einen NRW-Tag und wir haben sozusagen einen Auftrag der Fraktion. Wir haben natürlich hier vor Ort einiges zu tun. Wir werden auch hier sozusagen erwartet. Ich denke, es ist etwas mehr als Tag der offenen Tür, was wir mal hatten, und auch mehr als der NRW-Tag in Bielefeld, den wir hatten, wo auch Bundesparteitag war, wo ich auch schon auf dem NRW-Tag war, statt auf dem Bundesparteitag. Außerdem haben wir natürlich unsere Landesgeschäftsstelle, wo auch mein Wahlkreisbüro ist, mitten im NRW-Tag. Ich würde gerne nach allem, was möglich ist, das auch gerne zu diesem NRW-Tag bespielen. Jetzt Japan-Tag hat gezeigt, dass sich das lohnt, wenn was los ist in der Innenstadt, das auch zu nutzen. Und ich würde zumindest, was den Vorstand der Fraktion betrifft und auch was relativ viele der Abgeordneten betrifft, euch hier in Düsseldorf erwarten. Ich sehe die Pflicht, zum Bundesparteitag zu gehen, und da sehe ich jetzt vor allem mal Grumpy und Michelle an, eher auf Seiten des Landesvorstandes, nicht auf Seiten der Fraktion. Ich sehe das etwas differenzierter als Creon, denn genau aus dem Grund möchte ich eigentlich viel lieber dazu aufrufen, dass wir intern sammeln, wer am Freitag hier beim NRW-Tag und am Samstag und am Sonntag sein könnte, wer an welchen Tagen zum BPT fahren würde, dass wir tatsächlich eine Form von Spagat organisiert bekommen. Das Gleiche gilt dann obendrein für mögliche interne Beauftragungen im Rahmen nach Rücksprache auch mit dem Betriebsrat für mehr Arbeit bei Angestellten, falls sie anfallen sollte, und oder dann auch in Rücksprache mit dem KV Düsseldorf und dem Landesverband im Rahmen von freiwilliger Zuarbeit durch Ehrenamtliche sowohl an dem Standort der Landesgeschäftsstelle zusammen mit der Fraktion als auch eventuell hier. Und genau das ist mit einer der Punkte,
die ich dann im Laufe der nächsten Woche eigentlich geklärt sehen möchte. Dazu würde ich dann nämlich einfach mal ein freies, offenes Termindoodle oder beziehungsweise sogar zwei rumschicken. Nämlich, wir haben das gleiche Problem, wenn wir mal ganz offen und ehrlich sind, auch beim Jugendlandtag zusammen mit dem Landesparteitag. Und auch da fände ich es gut und wichtig, dass wir schauen, dass wir das gebündelt hinbekommen beziehungsweise entsprechend verteilt. Es ist nur ein Vorschlag. Wer dem halt gar nicht entsprechen möchte und sagt, nein, ich sehe meine Aufgabe eher beim BPT, dann ist das für mich nämlich ganz einfach nur die Kenntnis, dann ist diese Person halt nur beim BPT. Und ich finde es halt nur gut, wenn wir uns da absprechen. Von daher, das zu organisieren, das mache ich gerne nächste Woche im Laufe. Ich übernehme dann einfach mal der Daniel, der Mario. Der Daniel, die Simone, der Mario, dann ich. Daniel? Simone? Mario? Genau, lass uns einfach anfangen. Ich bin auch sehr kurz und schnell fertig. Zwei oder vielleicht drei Dinge. Also Grumpy hat das gerade nochmal gesagt. Richtigerweise gibt es eben auch die Terminüberschneidung mit dem Landesparteitag und dem Jugendlandtag. Ich sehe das Problem da halt nicht ganz so wild, weil das sich beides durchaus miteinander vielleicht auch kombinieren lässt. Man muss ja nicht den ganzen Tag dann vielleicht auf dem Landesparteitag sitzen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich würde mir auch da nur wünschen, dass wir das irgendwie halt zentral koordinieren, dass ein paar Leute hier sind. Wir haben bei den Jugendlandtagsveranstaltungen das in den letzten Jahren immer so gehabt, dass wir die Fraktion waren, die hier am besten vertreten waren von allen Fraktionen. Also nicht prozentual, sondern auch in absoluten Zahlen. Und das fand ich eigentlich immer ganz gut und ist auch bei den Jugendlichen und bei den Leuten, die halt da waren, auch immer soweit ganz gut angekommen. Wir müssen uns vielleicht nochmal überlegen, ob wir solche Termine irgendwie auch besser kommunizieren können in die Partei, damit eben solche Überschneidungen, ja, ich will jetzt nicht sagen verhindert werden können, aber zumindest vielleicht minimiert werden können. Das ist ja nicht gemacht worden. Also der Bundesvorstand weiß einfach nichts von dem NRW-Fest hier und NRW-Tag. Das stimmt nicht. In der Bundespresse haben die NRW-Leute gesagt. Vielleicht ist denen das aber auch nicht so bewusst, was das vielleicht auch bedeutet. Also ich will da überhaupt gar keine Absicht unterstellen, dass da dann extra der BPT auf den Tag gelegt wird, damit möglichst wenig NRWler oder irgendwie sowas kommen. Das ist ja alles Schwachsinn, glaube ich. Also wir müssen uns letzten Endes abstimmen. Irgendwas habe ich jetzt vergessen, was ich noch sagen wollte. Dann muss ich mich einfach nochmal melden. Aber das Tool kann leider nicht pro Top nur einmal. Ich habe es drin. Wichtig wäre tatsächlich nur, dass wir es relativ zeitnah erklären. Der ein oder andere möchte möglicherweise von uns ja auch dann Funktionen auf dem Bundesparteitag oder auf dem Landesparteitag übernehmen, was halt eben jetzt abzuklären ist. Achso, auf Olli noch eingehend. Ich glaube, wir können das gar nicht so richtig gewichten. Also was jetzt wichtiger ist, ist jetzt der NRW-Tag wichtiger als der Bundesparteitag. Ich glaube, das sind beides Veranstaltungen, die parallel zueinander sehr, sehr wichtig sind und wo wir beide zu beiden Veranstaltungen erwartet werden. Ja, ähnlich, was Gambi sagt, wenn ich an den NRW-Tag denke, vor 2 Jahren, da gab es auch keine Klopperei und Gezänke. Das hat sich wunderbar verteilt. Wir waren gut in Chemnitz vertreten. Auf der anderen Seite war der NRW-Stand in Bielefeld permanent über die Tage immer gut mit MDLs vertreten. Und ja, richtig, wir sollten das frühzeitig festsuchen, aber ich denke, dass das auch diesmal wieder problemlos laufen wird. Mario. Mir kommt gerade die Idee, dass wir das ja hier auch streamen können, den Bundesparteitag. Da freuen die Leute sich bestimmt. Dezentraler Parteitag oder was? Cool. Ja, genau, dezentraler Parteitag. Wir machen das einfach. Und ich habe am Wochenende war ich ja auch auf dem Japan-Tag und in der Landesgeschäftsstelle und ich habe auch mit dem Bundesvorstand Kontakt gehabt dazu. Tatsächlich liegt der Fehler größtenteils bei uns in NRW, sowohl bei mir als auch bei Paki. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben es einfach versäumt, rechtzeitig über die Wichtigkeit dieses Termins zu informieren. Die Bundespresse hat das durchaus gemacht, aber das, was Daniel sagt, ist völlig richtig. Was der NRW-Tag hier bedeutet, ist in Bayern, Schleswig-Holstein und sonst wo immer einfach nicht bekannt. Ich habe gestern mit Grumpy darüber gesprochen, dass wir eventuell für den NRW-Tag hier so eine Art Schichtdienst machen.
Sprich, der geht ja von Freitag bis Sonntag und ich halte es auch für die einzelnen MDA für schwierig, von Freitag bis Sonntag hier zu sein. Das ist ja ohnehin sehr, sehr schwierig, sodass wir das irgendwie sicherstellen, dass immer ein großer Teil von Menschen MDLs hier ist. Des Weiteren überlegen wir, das muss ich noch mit Hartmut und Tina besprechen, ob wir nicht einen Shuttle mit dem fraktionseigenen Bus anbieten und dann die A2 hin und her fahren. Das wäre vielleicht auch machbar, dann wäre nämlich sichergestellt, dass immer ein Schwungabgeordneter sowohl hier als auch da ist und wir das organisieren können. Das ist eine Idee, das ist noch nicht so weit. Das gucken wir dann, das gucken wir nochmal an, ob das so alles... Es gibt Möglichkeiten und ich finde tatsächlich, und das anders als Krian, ich finde beide Termine wichtig. Gut, stehe ich auf der Liste, der Toso lachte gerade, der Daniel lachte gerade, Busse aus NRW, Mario, haben eine schwierige Historie, um das mal, aber das ist Landesvorstand, die Fraktion hat es noch nicht versucht. Ja, aber Personen, die... Am ersten Bus, nicht am zweiten. Ja, mein Gott, Bus aus NRW. Gut, NRW-Tag. Ich glaube, dass es Punkt 1 eine Entscheidung von jedem Einzelnen ist, wie wichtig er den NRW-Tag und wie wichtig er den Bundesparteitag findet. Es gibt, ich habe es jetzt nicht am Schirm, aber ich weiß zumindest von mir, es gibt einen Antrag von mir auf den Bundesparteitag, den würde ich schon gern vorstellen, würde ich schon gern da sein und anders wäre halt schwierig. Ihr kennt das Problem, wenn man da Anträge stellt, wobei auch noch nicht klar ist, ob die meinen Antrag nicht einfach wieder löschen, weil ich ihn zu früh eingetragen habe und das ist ja ein Wiki und da kann man ja auch, naja, egal. Ja genau, wir machen hier Fraktionssitzung, da geht es darum, müssen wir als Fraktion auf dem NRW-Tag vertreten sein oder müssen Abgeordnete auf dem NRW-Tag vertreten sein, und zwar alle. Und ich glaube, dass es einfach so ähnlich laufen kann und sollte, wie es vor 2 Jahren gelaufen ist, dass einfach es sicherlich hier Leute gibt, die sagen, ich will sowieso nicht zum BPT, die werden wir finden. Der Grumpy wird diese Abfrage ja machen, möchte diese Abfrage ja machen. Die werden wir finden und es wird Leute geben, die sagen, ich will einfach nicht zum NRW-Tag. Für mich ist halt Bundesparteitag wichtiger. Und wenn sich das einigermaßen die Waage hält, dann glaube ich, brauchen wir nicht über Busse oder sonst irgendwas reden. Nur wenn das tatsächlich ein Ungleichgewicht geben sollte, dann müssen wir tatsächlich gucken, dass wir in irgendeiner Form es schaffen, diesen Ausgleich herzustellen. Bis dahin, glaube ich, ist das Thema im Moment heißer, als es gegessen werden muss hinterher. Jo. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen damit zum Ende der Aussprache. Und ich glaube, es wird dann nochmal aufgerufen, das Thema. Es ist ja nicht weg bis nächste Woche. Alles klar. Ich noch nicht. Gut, gibt es sonstige Themen für den Bereich Sonstiges? Sonst schließe Simone. Ich habe ja gedacht, ich bin gar nicht mehr da, wenn der Bereich Sonstiges kommt, weil ich ab 12.30 Uhr weg bin. Aber wenn er jetzt schon kommt, auch möchte ich das gerne nochmal mündlich wiederholen, was ich gestern auf die E-Mail-Liste an die Abgeordneten geschickt habe. Es sind heute Abend die Düsseldorfer Gespräche. Das ist ein Format der evangelischen Kirche. Ich habe jetzt nicht mehr das Thema für heute auf dem Schirm. Auf jeden Fall findet das hier unten um 18 Uhr im Raum Westfalen statt. Es sind wohl alle Abgeordnete eingeladen worden und nach Telefonat mit dem Herrn Weckelmann gestern ist im Moment die Resonanz eher bescheiden. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere heute Abend doch noch Zeit findet und dem Format eine Chance gibt. Vielen Dank. Moni. Das Thema ist... Politik mitgestalten in den sozialen Medien. Das habe ich heute Morgen von Grumpy herausgefunden. Ich bin nicht eingeladen worden. Man hat mir heute Morgen gesagt, das stand im Fraktionskalender. Jetzt muss ich gestehen, ich gucke gar nicht täglich in den Fraktionskalender, um zu gucken, was da für mich an Terminen drinsteht. Also ich habe davon, von diesem Termin, bevor du das gesagt hast, nie was gehört. Und das muss an die Fraktion gegangen sein. Und dann bitte ich tatsächlich auch darum, so etwas weiterzuleiten, damit wir davon Kenntnis haben. Ja.
Als religionspolitische Sprecherin meinst du natürlich, Frau Piper. Something went wrong, sagt mir das Pad. Gut, ja, können wir nachprüfen, aber nehme ich mit. Okay, ich benenne eben ein Pad um und füge gleich den Link dann ein. Man kann das doch umbenennen. Ihr seid alle herzlich eingeladen heute Abend Düsseldorfer Gespräche hier im Landtag, Düsseldorfer Gespräche der Evangelischen Kirche. Ich finde jetzt gerade die Einladung ordentlich, sie muss also schriftlich gekommen sein. Ich gucke nochmal. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zum Bereich Sonstiges? Sonst würde ich jetzt den öffentlichen Teil der Sitzung schließen. Dann verabschiede ich mich vom Car-Office in Siegen. Auf Wiedersehen Stream. Wir machen jetzt den nicht öffentlichen Teil und damit ist diese Fraktionssitzung im Teil 1 beendet. Und ich schlage für die Raucher eine Pause bis 16:55 vor. Wir sind gut durchgekommen, ich glaube, das können wir uns leisten. Viertelstunde Frühstücks- und Raucherpause. Wobei 11.30 Uhr, ihr könnt jetzt überlegen, wenn ihr die Silvia sehen wollt, beim Einmarsch, dann solltet ihr euch jetzt aber dahin stellen, weil sonst wird es gleich schwierig.